Bela Sobotka ist wieder da. Wer treu diese Sendung hört, der hat Bela auch schon öfters gehört. Bela ist ein immer wiederkehrender Gast. Ich mag das sehr gerne, wenn Leute immer wieder öfter mal wiederkommen. Ich finde es immer schön, so ein bisschen wie in so einer Serie, so dass alte Charaktere nochmal auftauchen und neue Stories bekommen, neue tragische Wendungen. Und ich wollte dich jetzt mal vorstellen als den modernen Pulp-Zille. Schön. Ich habe schon bösere Beschimpfungen gehört. Ja, danke. Das merke ich mir. Das kommt auf meinen Grabstein. Ach, naja, da findet sich vielleicht noch was Besseres. Wir sitzen auf dem Kreuzberg mal wieder. Es ist jetzt gerade hier diese furchtbar heiße Phase. Irgendwie, also die Apokalypse steht kurz bevor anscheinend. Und wir sitzen aber noch auf dem Kreuzberg und trinken Bier. Es ist wie in deinen Comics. Absolut. Es sind so ungefähr 180 Grad im Schatten. Wir werden belagert von Killerwespen. Aber wir haben eisgekühltes Alster dabei. Uns kann eigentlich nichts passieren. So sieht's aus. So sieht's aus. Das ist ein sehr angenehmer Zustand, gerade hier zu sitzen, finde ich. Ich freue mich sehr drauf. Auch wenn wir nur zwei Drittel von denen sind, die hier eigentlich sitzen sollten. Ja, wir haben nämlich schon Verluste zu beklagen. Ja, nicht nur, dass wir ein Drittel unseres Körpergewichts bereits ausgeschwitzt haben, sondern der dritte Mann im Bunde, Mike, musste absagen, weil ihm die Hitze zu sehr zu schaffen macht. Und das zeigt nochmal, wie heiß es gerade ist. Ja, da grüßen wir nochmal direkt in die kühlenden Katakomben der Mike Cave und hoffen, dass er das alles gut übersteht hier, dieses Wetterchen. Gute Besserung, Mike. Wann warst du das letzte Mal? Wir haben, glaube ich, das letzte Mal über Auftragscomics geredet. Da hinten, da drüben haben wir gesessen und über Auftragscomics geredet. Das war das letzte Mal, dass du dabei warst, ne? Ja, wenn man so kleine Auftritte bei der Comic-Invasion Berlin nicht mitrechnet, dann stimmt's. Die letzte große Podcast war, vor 2 Jahren müsste es gewesen sein, zum Thema Auftragscomics, anlässlich des Erscheins von dem Sammelband von den Utas Truckstop Strips, die ich irgendwie 14 Jahre lang für so ein Fernfahrermagazin gezeichnet habe. Genau. Und da hast du ja auch schon angefangen, an dem Rocco, an dem neuen Rocco zu arbeiten, oder? Ja, ja, das ist, da zeichne ich schon ewig dran. ich bin so blöd, das ist so aufwendig geworden und so, deswegen zeichne ich da schon wirklich viele Jahre dran und bringe dann zwischendurch, um mal wieder was zu veröffentlichen, immer wieder irgendwelches alte Zeug in neuen Schläuchen heraus, damit die Wartezeit verkürzt wird. Genau, die Legende von Kronos Rocco, ist das der finale Titel eigentlich? Wenn mir nicht noch einer reinquatscht, dann wird er das sein, ja, genau. Ja, da bin ich schon sehr gespannt auf jeden Fall. Du twitterst ja auch gelegentlich schon so einzelne Bilder daraus oder so Bleistiftseiten und so. Und das wird, glaube ich, ganz spannend werden. Genau. Und dann hast du jetzt aber zu Erlangen, hast du ein Heft rausgebracht mit deinen gesammelten Kurzgeschichten aus U-Comics und anderen Veröffentlichungen. So Einseiter, Zweiseiter, Vierseiter, so eine Sachen, ne? Die kleine, krude Rocco-Fibel. Genau, so sieht's aus. Also, wie eben schon erwähnt, älteres Zeug, da kommt wieder die Sirene. Das werden wir heute wahrscheinlich noch öfter hören. Nicht nur, weil wir auf dem Kreuzberg sitzen, sondern auch, weil es so heiß ist und die Leute reihenweise umkippen. Das ist so ein bisschen daraus geboren, dass ich, nachdem ich 2014 Keiner killt so schön wie Rocco, dieses kleine Hardcover-Büchlein veröffentlicht hatte, schlapp war, aber meine Beiträge für U-Comics eigentlich fortsetzen wollte. Mhm. Und hatte aber keine Lust mehr, so viel dafür zu machen und habe deswegen die Geschichten von 4 Seiten auf 1 Seite umgestellt. Habe den Steff Murschetz angeschrieben, ihm mein neues Konzept erklärt, dass ich gerne nur noch 1 Seiter machen würde, immer mit einem mehr oder weniger lustigen Gag und viel Gewalt drin und eben eine Seite, die immer irgendwie einen großen Hingucker hat oder so, die toll aufgebaut ist und wo ich alles reingebe, aber eben dafür nur eine Seite. Ja. Und das fand er super, das Konzept. Und dann bin ich tatsächlich mehrmals angesprochen worden von Leuten, die das im U-Comics gesehen haben, ob ich das auch mal gesammelt rausbringen würde. Und so reifte in mir der Entschluss, das mal in einem Sammelbändchen herauszubringen. Aber so viele sind es dann nicht geworden. U-Comics erscheint ja nur so 3 bis 4 Mal im Jahr. Das heißt, es waren jetzt, glaube ich, insgesamt 9 Seiten. Hat also nicht wirklich für eine vollwertige Veröffentlichung gereicht. Und deswegen habe ich dann einfach alles reingepackt, was ich so in den letzten 8 Jahren an Beiträgen für Comic-Magazine, für Jam-Comics und so weiter gezeichnet habe.
Und da ist, finde ich, ein ganz lustiges Potpourri bei rausgekommen. Und weil es für mein Empfinden übertrieben gewesen wäre, das jetzt in ein Album zu packen oder sogar zwischen zwei Hardcover-Buchdeckel oder so, wollte ich es gerne als Heft machen. Als so schönes, kleines, schraddeliges Heft irgendwie. Das fand ich, drängte sich auf, so die Form bei dem Inhalt. Absolut, ich finde, es passt super. Und es gibt ja, also zumindest bilde ich mir das so ein bisschen ein, tatsächlich auch so einen kleinen... So ein Trend zum Heft gerade wieder, so in der, besonders jetzt hier so in der deutschen Indie-Szene. Was meinst du? Stellst du es auch fest? Oder also mir fällt jetzt spontan Sarah Burini ein mit ihrem Nerd Girl und andere Dinge, die mir gerade nicht einfallen. Ja, sehe ich absolut so. Also ich habe das, der Gedanke kam mir in Erlangen, als ich so auch durch die Gegend gelaufen bin und gesehen habe, wie viel Hefte wieder angeboten wurden. Also das Heft war ja nie tot, sagen wir mal so bei Hochschulpublikationen oder so, irgendwelche Siebdruck- oder Risodruck gemachten Heftchen in Mini-Auflagen, das ja. gab es ja tatsächlich immer und fand ich auch immer schön. Mhm. So, und dann gab es, weiß nicht, Weißblech, die mit ihren Heftchen da am Bahnhofskiosk sehr gute Erfahrungen machen, aber sonst war ja der Heftmarkt weitgehend weg, zumindest was so die alteingesessenen Indie-Verlage angeht, was ja in den 90ern ein Riesentrend war und dann eben weg war. Und jetzt sieht man doch tatsächlich wieder mehr Heftchen, was ich eigentlich ganz schön finde. Nerdgirl hast du schon erwähnt. Captain Berlin fällt mir gerade nur ein. Genau, das wäre allerdings Weißblech so, die haben, ja. die haben tatsächlich nie aufgehört damit. Ja, weiteres Beispiel so, was ich total witzig finde, der Geier, ein alter Comic-Haudegen eigentlich, macht plötzlich Hefte im Selbstverlag. Ja. Bildergeschichten für die reife Jugend, auch klassisches Heftchenmaterial mit immer so drei Fortsetzungsgeschichten drin. Ja, und da sah man auch in Erlangen wirklich eine Menge Zeug wieder, was mich überrascht und erfreut hat. Und genau, da bin ich irgendwie so ein bisschen Teil eines neuen Trends. Man wird sehen, ob der sich nun wirklich ausbreitet oder das gerade nur noch mal so ein Aufflackern ist. Aber ich finde es schön. Ich fand Heftchen auch wirklich immer sehr schön. Ich finde eigentlich, jede Veröffentlichung hat was für sich. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, finde ich, dass es immer Inhalte gibt, die bestimmte Veröffentlichungsformen verlangen irgendwie. Ich mag auch Hefte eigentlich total gerne, obwohl ich jetzt so in den letzten Jahren doch mir immer lieber Paperbacks eigentlich gekauft habe, wenn es denn ging. Aber das Heft hat auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen. Irgendwie auch ein sehr zeitloses Format, finde ich, so dieses Heft. Ja, ich habe auch nie aufgehört, Hefte zu kaufen. Also ich lese ja auch viele Comics im amerikanischen Original. Und hier beim Groben Unfug habe ich ein Abo-Fach und blätter immer den Previews-Katalog, dieses fette Telefonbuch vom Diamonds-Vertrieb durch und bestell dann die Dinge vor. Nicht so eine Riesenserien, aber immer mal wieder so Miniserien von den Indie-Publishern oder so. Und da warte ich auch nicht unbedingt auf die Paperbacks, sondern hole mir weiter die Hefte, weil das macht halt irgendwie nach wie vor Spaß, so jeden Monat so ein Heftchen sich da aus dem Abo-Fach zu ziehen. Schönes Format, gebe ich dir absolut recht. Wir müssen gerade Wespen abwehren. Ich finde, Hefte sind auch immer ganz gut, um so quasi als Demo, so um mal reinzulesen in irgendwas. Also ich kaufe mir dann gerne mal so die Einsernummern und entscheide dann, ob ich mir davon das Paperback hole oder so. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Was wir schon mal an anderer Stelle im Privaten ein bisschen bequatscht haben, was ich aber auch nochmal ansprechen wollte, was mir oft auffällt, wenn Leute... Ich glaube, gerade auch wenn deutsche Hefte machen, dass da oft zu Papier etwas fragwürdige Entscheidungen getroffen werden aus meiner Sicht. Also ich finde jetzt bei deiner kleinen kruden Rocco-Fibel finde ich es perfekt. Da hast du ein relativ dünnes, mattes Papier genommen. Ich glaube 100 Gramm, 90 Gramm sowas in dem Dreh, ne? Und ungestrichenes Papier, also nicht glänzend. Und das passt halt super einfach zu diesem zu dem Inhalt. Und es gibt, also zum Beispiel beim Nerdgirl von Sarah Burini, es sieht ja super aus und alles und ist ja auch ganz toll gemacht. Aber da hat mich zum Beispiel dieser etwas dickere Umschlag direkt so ein bisschen gestört. Also ich verstehe schon, warum das gemacht wird. Es soll halt hochwertiger wirken und so weiter. Aber irgendwie... Ja, ich glaube, also erstens ist es natürlich totale Geschmackssache und die meisten greifen tatsächlich zu dickerem Umschlag, auch gerne dickerem Innenpapier und manche dann sogar zu Hochglanzpapier, was ich auch eigentlich nie von Vorteil finde bei Comics, weil es spiegelt und so weiter. Einfach, weil sie den Eindruck haben, es wird wertiger und ich glaube, dass sie, was den Endkunden angeht, auch gar nicht so falsch liegen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch viele Endkunden denken,
mit einem dickeren Umschlag, das ist einfach ein bisschen wertiger. Ich sehe es allerdings genauso wie du. Ich mag Hefte, wenn die halt auch so richtig wabbelig heftmäßig sind. Und deswegen habe ich bei der kleinen kruden Rocco-Fibel zu 100 Gramm Recyclingpapier gegriffen, also ganz Naturpapier, überhaupt nicht gestrichen und eben sogar recycelt, 100 Gramm. Und dadurch ist es halt so ein, eben nicht so ein, wie so ein Brett, sondern ein richtig schönes, wabbeliges Heft. Mhm. Und ich habe ja auch den Umschlag so auf schraddelig gemacht, also ja, von der Gestaltung her so ein bisschen auf so schraddelige Strukturen, zerknitterte Strukturen zurückgegriffen und so. Und also es sieht aus, als wäre es schon abgegriffen, ne? Genau, so ist es. Und da passt natürlich auch dünnes Papier viel besser. Wenn du da jetzt einen dicken Karton und dann noch eine Hochglanzfolie drüber gezogen hättest, dann hätte das halt nicht dazu gepasst. Von daher, genau, ist so ein schönes, wabbeliges 32-Seiten-Heftchen. Aus welchem Zeitraum sind da jetzt kurze Geschichten drin? Also die Rocco-Sachen sind zwischen 2014 und 2017, Anfang 2017 entstanden. Und das ist so ein bisschen auch das Herzstück des Hefts. Da ist jede Seite wirklich unglaublich aufwendig gemacht. Jede Seite hat eine Überschrift, die ich mit der Hand gezeichnet habe. Da bin ich ja mittlerweile auch so ein bisschen für bekannt, dass ich die ganze Titeltypografie handzeichne. Ja, das macht auch sehr viel aus. Also so Computertypografie, die nicht so ganz passt oder die vielleicht eine Schriftart benutzt, die sehr oft benutzt wird oder so, das kann eine Comicseite ja wirklich so versauen. Ja, also ist halt wie mit dem Lettering auch. Ne? Das sind halt so die Komponenten und da handgemacht ist natürlich, also besser geht's ja nicht, aber ist auch mega aufwendig. Das ist aufwendig und man muss es halt auch, man muss es können und auch wollen. Also es gibt halt, ich kenne wirklich viele Zeichner, die allein schon ein Handlettering gar nicht hinkriegen würden, weil sie eine Sauklaue haben. Ist dann völlig legitim, dann nimmt man halt auch lieber einen Font. Ne? Genauso bei Überschriften eben auch. Aber mir macht das total Spaß schon immer und ich bin da so in den letzten Jahren dazu übergegangen, das immer alles per Hand zu zeichnen. Und ja, und da hat halt jede Seite also eine eigene handgezeichnete Überschrift und jede Seite hat rauspurzelnde Gedärme und einen mehr oder weniger lustigen Witz und so. Und ich habe, wie ich im Vorwort auch geschrieben habe, mein Vorbild dafür war S. Clay Wilson, der halt einer von den legendären Underground-Zeichnern aus den 60ern und frühen 70ern war, der eigentlich immer in einem Atemzug mit Crump und Shelton genannt werden müsste, aber in Deutschland relativ unbekannt ist. Der hat so auch immer nur so ein- oder zweiseiter gemacht für Zapp und andere Underground-Heftchen, die halt auch hyperbrutal waren, auch explizite Sexszenen drin hatten und oft auch nicht so richtig lustig war. Man wusste immer nicht, ist es jetzt deprimierend oder lustig. Aber er hatte auch so völlig absurde Situationen, wenn zwei aufeinander einprügelten und sich dann überlegt haben, ist uns zu anstrengend, lass uns lieber Sex machen. Ist ja eigentlich auch eine super Idee. Und bei ihm kamen immer Piraten zum Beispiel vor. Und so. Und ich hatte mir so in den Kopf gesetzt, ey, du machst jetzt diese Einseite, du wirst jetzt der S. Clay Wilson des neuen U-Comics, was natürlich hochgestochen ist, entschuldige mich gleich für den überkandidelten Vergleich, aber es war so mein Vorbild dafür und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Es stellte sich nur relativ schnell heraus, dass ich mit dem Aufwand, den ich da betrieben habe, wahrscheinlich auch vier Seiten hätte weitermachen können mit weniger Aufwand. Also es hat echt jede Seite richtig lange gedauert. Und mit dieser Arbeit habe ich mich auch so ein bisschen für die Zukunft versaut. Das ist der Grund, warum die Legende von Kronos Rocco schon so lange dauert, weil der halt ein Langcomic wird, aber jede Seite trotzdem so aufwendig ist. Ich brauche also mittlerweile 2,5 Tage für eine Seite vom Bleistift und Inking und ja, Farbgebung noch oben drauf. Wahrscheinlich dann 3 Tage so, weil es jetzt auch ein farbiger Comic wird. Aber und deswegen dauert es halt. Aber ich setze mich da auch nicht mehr unter Druck. Was soll das? Ne? Also dann dauert es halt länger. Ja, und dann sind noch drin ein Haufen Seiten aus Brett der tapfere Raumpilot. Das ist ein fantastischer Jam-Comic, der von Huggy organisiert wird. Da gibt es zum Beispiel die schöne Geschichte vom apokalyptischen Domino-Furz, wo du auf poetische Weise die Chaos-Theorie verarbeitest. Ja, genau. Genau, der apokalyptische Domino-Furz, den Brett fahren lässt und damit eine Kettenreaktion in Gang setzt, an deren Ende ein Raumschiff auf ein Atomkraftwerk zufliegt. Diese Brettseiten von mir sind natürlich eigentlich irrsinnig, dass ich die reingemacht habe, weil die aus dem größeren Zusammenhang gerissen sind. Also Brett der tapfere Raumpilot funktioniert so, dass jeder
3-4 Seiten zeichnet und dann an nächsten Zeichner weitergibt und der muss die Geschichte fortspinnen. Ah, okay. Und meine sind also immer mittendrin irgendwo. Mhm. Aber weil ich bei jedem dieser von diesen 3-4-seitigen Sequenzen immer irgendwelche Hommagen drin hatte an Science-Fiction-Filme oder so und eben auch mir so Mühe gegeben habe, was so irgendwie Blickfangbilder angeht und so. Ja, ich habe da zum Beispiel den Waschbär von Guardians of the Galaxy entdeckt. Sehr gut, genau. Eine Geschichte spielt in so einem Weltraumknast und da habe ich als prominenten Insassen den Rocket Raccoon reingezeichnet, genau. Und auch der Knast ist der im ersten Guardians-Film vorkommt. Also man kann da auch die Architektur und so wieder erkennen. Und in einer anderen Geschichte werden zum Beispiel Brett und seine Freunde von so religiösen Fanatikern Hirn gewaschen, um sie auf ihre Linie zu bringen und als Glaubenskrieger einzusetzen. Und die Maschine, in die sie gesetzt werden, die ist aus Total Recall, also natürlich aus dem Klassiker von Paul Verhoeven mit Arnold Schwarzenegger, nicht aus der unsäglichen Neuverfilmung. Auch so ein Kultfilm, so ein persönlicher von mir. Absolut, aber der ist auch gar nicht mal so gut gealtert. Ich habe den vor einer Weile nochmal gesehen und ich meine, das Gefühl ändert sich natürlich nicht, aber die Wahrnehmung der Effekte hat sich doch wirklich stark verändert. Also das ist schon krass, wie die Sehgewohnheiten sich auch verändern und wie man dann wirklich teilweise die Kulisse da einfach, also ich habe mir das angeguckt und dachte so, wow, wie konnte ich das als Kind oder auch später dann noch ernst nehmen? Also das sieht ja alles so künstlich aus, aber es hat natürlich auch seinen eigenen Charme dadurch, ne? Ja, können wir jetzt abbrechen? Das ist ja wohl eine gnadenlose Unverschämtheit. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal so ähnlich, das Gespräch. Ja, der Film ist also aus meiner Sicht absolut zeitlos. Natürlich wirken die Effekte, gerade die Computereffekte, steckten ja noch in ihren Kinderschuhen, ein bisschen krude und so. Aber ich finde halt dieser Style, den Verhoeven da mit seinen Designern so entwickelt hat, das hat sowas Eigenes, dass es für mein Empfinden bis heute interessant bleibt. Ich gucke den Film bis heute gerne. Aber Interessant auf jeden Fall. Das meine ich auch gar nicht. Aber weißt du, ich habe das als Kind und da als auch später noch gesehen und ich hatte wirklich überhaupt keinen Zweifel daran, das kann so Realität sein. Wenn ich das heute gucke, dann sehe ich aber einfach ganz stark einfach die Kulissen und die Beleuchtung und so. Und es ist alles sehr, sehr artifiziell. Ja, das meine ich einfach. Ja, absolut. Und das finde ich gerade faszinierend, dieses Artifizielle. Und ich glaube, warum man früher zum Beispiel so den Eindruck hatte, dass es irgendwie so realistische Science-Fiction ist, so zum Beispiel, dass die Maschinengewehre hatten und keine Laserkanonen und so, ne? Und genau, bestimmte Dinge eben aus den 90ern wirklich überzeugend in die Zukunft transportiert wurden. Naja, also ich meine, ich bin da auch wirklich nicht neutral. Das war der erste FSK 18-Film, den ich je im Kino gesehen habe. Ich war damals 15, habe mich mit einem Kumpel reingeschmuggelt. Wir haben Blut und Wasser geschwitzt und dann die genialsten 2 Stunden unseres Lebens im Kino verbracht. Deswegen wird der immer so ein Kultfilm von mir bleiben. Aber ich muss sagen, ich gucke den auch immer mal wieder, habe den auf Blu-ray zu Hause und finde ihn nach wie vor wirklich, wirklich geil. Also da lasse ich nichts drauf kommen. Naja, und das ist also meine Total Recall-Hommage, diese Maschine, die da drin vorkommt, wo er am Anfang so eingespannt wird und ihm die Erinnerungen eingepflanzt werden sollen. Ja. Und er dann auch seinen Arm befreit und da ist so ein Stab dran und den rammt er dann erstmal dem erstbesten Betreuer durch den Kopf. Das passiert dann im Brett der tapferen Raumpilot auch. Und deswegen hat Hagi dann, glaube ich, der war es, aufs Cover geschrieben, kein Witz, in dieser Ausgabe stirbt jemand, weil es noch nie was Brutales in Brett der tapfere Raumpilot vorher gab, obwohl es schon irgendwie Jahrzehnte gemacht wurde. Aber bis Blut floss, musste dann erstmal der Sobotka dazukommen. Ja, du hast ja auch geschrieben im Vorwort, dass das alles extrem düster und brutal ausgefallen ist, weil du in der Zeit nicht so gut drauf warst. Ja, das war allerdings nicht Brett der tapfere Raumpilot, sondern es waren die Rocco-Geschichten. Genau, da hatte ich gerade ein paar Sachen in meinem Umfeld, die mich belastet haben und so. Und wie so ein Comiczeichner so ist, hat das immer Auswirkungen auf das, was man zeichnet. Und deswegen sind die Sachen wirklich, die sind super brutal geworden. Also so, da kriegt nicht einer einfach nur ein Loch im Bauch, sondern da purzeln dann die anatomisch korrekten Eingeweide raus. So weit bin ich bei Brett nicht gegangen, wer weiß, was dann passiert wäre. Aber es ist trotzdem halt so das erste Gematsche drin. Und in einer anderen Episode zum Beispiel hat er irgendwie einen Drogenrausch
ist er ohnmächtig und muss wieder aufgeweckt werden von seinem Kumpel und hat einen Drogenrausch. Und die Szene habe ich dann extra für dieses Heft in 3D umgearbeitet. Da wollte ich auch noch drauf kommen, ja. Das heißt, wenn man eine 3D-Brille zur Hand hat, und in Erlangen hatten wir 3D-Brillen. Du hast extra welche beschafft, ne? Genau, ich habe für Erlangen einen Subunternehmer engagiert, der uns 3D-Brillen fertigt. Das war ein Frachter in China. Und da kommt die Szene natürlich nochmal genialer. So, das kannst du aber natürlich im normalen Vertrieb nicht machen. Das wäre viel zu teuer, jetzt da jedes Mal eine 3D-Brille anzutackern. Und ja, da würde auch der Vertrieb sagen, schön, Dank. Mhm. Naja, und dann eben dieser postapokalyptische Domino-Forts, da das Raumschiff zum Beispiel, was vorbeigeflogen kommt, ist das Raumschiff von Lone Sloane, dem großen Science-Fiction-Klassiker von Philippe Drouet. Mhm. Großartiger Comic, den es in Deutschland lange nicht gab, bis vor ein paar Jahren der Avant Verlag da in seiner Klassiker-Edition die Dinge mal rausgebracht hat. Ja, und deswegen hatte ich mich entschlossen, diese Brett der tapfere Raumpilot Sachen auch reinzubringen. Dann gibt es einen König Cobra Kurzgeschichte, postapokalyptischer Sonntagsausflug. Die hatte ich tatsächlich schon zweimal vorher veröffentlicht. Einmal im Gringo Gratis Heft, da hatten wir mal beim Gratis Comic Tag teilgenommen. Ich glaube, das war 2012 oder so. Mhm. Und dann war sie nochmal in Zack abgedruckt. Oh, okay. Wo auch ein Interview mit mir drin war. Und da fand der Georg Tempel das immer gut, wenn gleichzeitig noch was von dem Zeichner zu sehen ist. Mhm. Ja, das ist also jetzt das dritte Mal abgedruckt. Schande über mich, aber es ist, ja, es machte irgendwie Sinn auch in dem Zusammenhang, weil es ja eben auch dieses Universum ist, weil Rocco ja auch was mit dem Schneckenmutanten Bruno zu tun hat, und ja, der kommt eigentlich aus König Cobra, deswegen haben die Sachen natürlich gut zueinander gepasst. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Einseiter aus anderen Magazinveröffentlichungen und auch noch ein paar Pin-Ups, die ich für Zeichnerkollegen, für deren Veröffentlichungen gemacht habe. Ja. Und das Ganze ergibt dann so einen bunten Strauß der Absurditäten. Eine Geschichte, ich glaube, es ist ein Einseiter, wie Rocco sein rechtes Auge verlor. Da ist mir aufgefallen, also da gehst du aus Gründen, weil da gibt es so Rückblenden oder so, naja, nicht direkt Rückblenden, das sind eher so, da wird eben die Geschichte erzählt, wie Rocco sein rechtes Auge verlor, und aus drei verschiedenen Perspektiven wird es erzählt. Und für jede Perspektive zeichnest du in einem anderen Stil. Und da ist mir aufgefallen, dass du da Schlaucharme gezeichnet hast. Ja, das stimmt, genau. Und du machst dich ja sonst gerne mal lustig über Schlaucharme. Das würde mir nie einfallen. Ich habe nur mal bestimmte Comics als Schlaucharm-Comics bezeichnet. Ist ja auch so ein Stil, und man hätte zwischendurch fast glauben können, es wäre ein Trend. Die haben auch gerne mal Preise gewonnen und so beim E-Com und so. Da konnte man dann immer reingucken, ah ja, Schlaucharme. Ja, und hier geht es darum, dass, wie Rocco sein rechtes Auge verloren hat, hat er eigentlich gar nicht, weil in den nächsten Heften, in den nächsten Geschichten hat er sein rechtes Auge ganz normal wieder. Kleiner Spoiler, bei Die Legende von Kronos Rocco wird er tatsächlich sein rechtes Auge verlieren, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Und da sind halt drei Leute, die erzählen, wie er sein rechtes Auge verloren hat. Alle behaupten, sie wären dabei gewesen. Ja. Und da habe ich halt, weil es eben diese individuellen Erzählungen sind, jede Erzählung in einem anderen Stil gezeichnet. Also ja, das eine wird vom Indianer erzählt, das ist so ein bisschen wie Höhlenmalereien gemacht. Das zweite wird von so einem Windei erzählt. Da ist dann das so mit Schlaucharmen umgesetzt und so ein bisschen krakelig. Und der dritte ist der Bigfoot, der es erzählt. Und das habe ich dann so mit Strichmännchen umgesetzt, mhm, weil er eben so ein bisschen einfacheres Gemüt hat. Ja. Das sieht dann so ein bisschen aus wie die Hartmut-Comics vom Huggy. Ja. Da habe ich dann den Huggy noch ein bisschen veräppelt. Und da geht es so ein bisschen darum, dass es eben nur beschissene Zeugen eigentlich gibt, weil jeder entweder aufschneidet oder seine Erinnerung völlig fehlerhaft ist. Ja, und sag mal, also du hast ja jetzt auch in den letzten Sendungen hier schon ausführlich erzählt, wie du so arbeitest und so weiter. Hat sich daran irgendwas verändert? Also ich glaube, dein Modus war ja jetzt zuletzt, dass du mit Bleistift vorzeichnest und dann digital weitermachst, ne? Genau, so mache ich das auch immer noch. Hier sind tatsächlich ein paar Sachen, aber wenige drin, die noch aus der Zeit sind, wo ich auch noch analog das Inking gemacht habe. Ich glaube, die ersten Brettseiten sind noch analog entstanden und der postapokalyptische Sonntagsausflug auch. Ja. Aber sonst ist es bis heute die Methode, die ich mache, die mir irgendwie entspricht, sodass ich die Bleistiftzeichnung nach wie vor analog auf dem Zeichenkarton mache und dann einscanne und die Tuschezeichnung digital am Grafiktablett mache. Ja. Und aber du benutzt auch einen neuen Lettering-Font, oder?
Tatsächlich habe ich hierfür dann auch alle Seiten nochmal in dem gleichen Font gelettert. Ah, extra nochmal neu gelettert. Ja. Genau, damit das so ein bisschen aus einem Guss ist. Die hätten sonst auch verschiedene Größen gehabt, weil sie eben auch in verschiedenen Größen erschienen sind und so. Und das ist jetzt einer, bei dem werde ich tatsächlich auch mal bleiben. Das ist ja so ähnlich wie mit dem Zeichenwerkzeug. Man sucht immer nach dem, was einem am besten entspricht. Und das hier ist der Shaky Cane Font. Shaky Cane ist ein britischer Zeichner, den ich total gut finde, der so ganz grellbunte, palpige Zeichnungen macht. Und auf seiner Handschrift basierend haben die von Comic Craft einen Font gemacht, den man käuflich erwerben kann. Ja. Und der ist halt so ein bisschen mit so ein bisschen zittrig gemacht. Ja. Und ich weigere mich ja bis heute, auch wenn ich am Grafiktablett arbeite, eine Linienbegradigung einzustellen. Also das ist absolut nur, wie es aus meiner Hand kommt und dementsprechend eben nicht so glatt. Mhm. Ich finde oft Sachen, die am Grafiktablett entstanden sind, sind mir ein bisschen zu glatt und es geht dann so auf Kosten der Dynamik und so. Ich mache das also bewusst nicht. Und dann ist es eben fantastisch, wenn man so einen Font zum Lettering findet, der eben auch so ein bisschen ungerade ist und so ein paar Ungenauigkeiten und so ein bisschen zittrige Linie hat und der passt, finde ich, perfekt zu meinen Zeichnungen, sodass also diese Suche dann auch endlich mal beendet ist. Sehr schön, ja. Wenn man den mal irgendwo ein bisschen größer sieht, ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwo mal hier größer benutzt habe, dann sieht man auch diese Ungenauigkeiten noch ein bisschen besser. Mhm. Aber es wirkt einfach wirklich sehr, sehr handgeschrieben und das finde ich halt super perfekt. Super passend auch einfach zu den Zeichnungen. Genau, man muss. Das wird auch oft, finde ich, zu stiefmütterlich behandelt, wenn so ein Verlag irgendwie zwei Fonts mal angeschafft hat fürs Lettering und dann alle Comics, die da erscheinen, mit den gleichen Fonts lettern, aber dabei verlangen doch bestimmte Stile nach anderem Lettering und es muss nicht unbedingt immer handgemacht sein, ist natürlich eigentlich noch geiler, aber halt auch viel, viel aufwendiger. Mhm. Von daher kann man aber aus diesem unglaublichen Fundus, den es mittlerweile an Typografie auch für Lettering gibt, schon mal schöpfen und einfach gucken, gibt es irgendwas, was zu mir passt. So. Ja. Und die Sachen sind auch wirklich für mein Empfinden sehr, sehr günstig geworden. Also die haben ja eine Website, da kannst du die Sachen kaufen. Die machen auch immer einen New Year's Sale. Da ist es wirklich für ein Apple und ein Ei zu haben. Und ja, genau. Gerade wenn man es auch vergleicht mit so den Lizenzen für Schriftarten von irgendwelchen Top-Designern oder so, wo du wirklich bis Hunderte oder Tausende bezahlen kannst. Und so ein, also bei Comic Craft geht es schon auch mal in die 100 oder so, ne? Aber es gibt auch viele, die günstiger sind, ne? Genau, und erst recht, wenn du dann bei sowas wie dem New Year's Sale zuschlägst, da kriegst du dann irgendwie für $25 so ein Font mit 4 verschiedenen Schnitten. Mhm. Und da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Da kannst du auch mal daneben hauen und merkst, okay, der ist doch nicht meins. Mhm. Das finde ich wirklich, da kann sich keiner beschweren. Also, und der hier ist jetzt wirklich so, dass ich sage, das bleibt er für alle Tage. Diese Suche ist endlich mal abgeschlossen. Sehr schön. Ja, die kleine krude Rocco-Fibel ist erschienen natürlich im Gringo Verlag und die gibt es zu bestellen auf der Gringo-Seite im Shop? Nee, die gibt es ganz normal im Handel jetzt. Wir haben schon beim Comic-Salon in Erlangen das eben als Messe-Special angepriesen und verkauft. Da haben wir schon einen guten Teil der Auflage verkauft und den Rest haben wir zu PPM gegeben, dem Vertrieb, der halt viele Comic-Verlage vertreibt, eben unter anderem auch Gringo-Comics. Und tatsächlich sind die jetzt ausverkauft. Also sind wir schon zu spät hier. 2 Wochen, nachdem sie es in Vertrieb genommen haben, war die Teilauflage, die die bekommen haben, schon weg. Aber beim Verlag gibt es auch keine mehr. Und gerade heute hat mir der Verleger geschrieben, dass wir nochmal nachdrucken. Okay. Also werden sie demnächst auch wieder über den Vertrieb zu haben sein. Aber im Handel, denke ich, sind die sowieso zum jetzigen Zeitpunkt noch zu kriegen. Mhm. Von daher zugreifen. Genau. Ich finde auch die Rückseite sehr schön. Also da ist ja nochmal so eine Zeichnung von dir im doppelten Sinne drauf, also ein Selbstbildnis, sagt man das so? Genau, ja, da habe ich halt, das ist sozusagen der Untertitel, Belas Bootlegs and B-Sides. Mhm. Es gibt ein Ice Cube Album, was Bootlegs and B-Sides heißt, da habe ich das ein bisschen entlehnt, wo er alle Songs drauf versammelt hat, die auf B-Seiten von seinen Singles waren oder die er eben als Feature auf Alben von anderen Rappern gemacht hat. Und da ist es so ein bisschen entlehnt, Belas Bootlegs und B-Sides, weil eben manches ja auch aus anderen Comics kommt, wie Brett zum Beispiel. Da habe ich ja im Prinzip gar nicht die Rechte, aber da sagt natürlich keiner was, weil ich die Leute alle kenne und so. Und deswegen ist die Rückseite eben nochmal wie so ein Extra-Cover, Belas Bootlegs und B-Sides mit so einem Preis draufgeklebt und auch auf so einem völlig schralligen Papier. Und
Dann hatte ich noch die Nuss zu knacken, dass der Barcode drauf musste mit der ISBN-Nummer und der muss immer auf weiß sein. Ja. Also habe ich da wie so eine kleine Karteikarte, die so schräg mit zwei Tesafilmstreifen draufgeklebt ist, noch dazu gemacht. Ja. Und das Ganze sieht auch wirklich witzig aus. Da haben wir auch in Erlangen in den Neuheiten stand das Heftchen dann immer gleich doppelt reingestellt. Einmal von vorne, einmal von hinten. Und mein Plan hat jemand doppelt gekauft? Ja, na, mein Plan war dann so, dass manche sich von dem einen Cover und andere von dem anderen Cover angesprochen fühlen und dann eben aber beide kaufen. Ja. Gut, sehr schön. Ja, wie weit bist du denn bei deinem neuen Rocco? Ja, also ich bin wieder irgendwie zurzeit ein bisschen stagniert damit, weil das Sommerloch irgendwie auf sich warten ließ. Ich habe irgendwie ständig Jobs reinbekommen, die dann vorgingen. Aber es wird. Also es kann sich jetzt wirklich nur noch um Jahre handeln. Es gibt insgesamt 5 Kapitel. 3 Kapitel sind komplett fertig. Das 4. Kapitel liegt in Bleistiftzeichnungen vor. Und das Inking habe ich begonnen. Also das muss demnächst werden und es wird halt wirklich ein super lustiges, sehr, sehr aufwendiges Ding und es ist eine Zeitreisegeschichte. Das heißt, Rocco entdeckt so ein Zeitreisegerät und landet in jedem Kapitel in einer anderen Dimension oder einer anderen Zeit. Mhm. Und das macht es natürlich dann sehr vielseitig und ich konnte mich so richtig austoben. Mhm. Wird mein aufwendigster Comic bisher. Mal gucken, wie ich den veröffentliche. Der müsste eigentlich ein bisschen großformatiger. Das wollte ich gerade fragen. Hast du da schon eine Vorstellung? Also das letzte ist ja in so einem Hardcover erschienen. Wolltest du das nochmal weitermachen oder hast du da schon andere Vorstellungen? Also jedenfalls dürfte der hier jetzt nicht in A5 erscheinen, weil es sind so viele Details, die würden dann verloren gehen. Deswegen machen wir jetzt also nochmal ein komplett anderes Format. Ich würde es eigentlich gerne so als tatsächlich so A4-Album machen. Oh ja. Vielleicht auch Softcover, das wäre mir eigentlich nicht so wichtig, ob jetzt hart oder soft, aber die Größe wäre schön oder sonst halt kleinstenfalls dieses Ami-Format, was ich jetzt ja auch angelehnt bei der kleinen grünen Rocco-Fibel so genommen habe. Mhm. Das ist ja nicht ganz Ami-Format, sondern eben damit es bei deutschen Druckereien auch irgendwie DIN-mäßig zu verarbeiten ist, ist es ein bisschen anders, aber eben daran angelehnt. Mhm. Also eins von diesen Formaten wird es werden, nicht A5, da würde zu viel verloren gehen, weil eben dummerweise das alles so detailliert und aufwendig geworden ist. Mhm. Was übrigens damit zusammenhing, dass eben ich diese Einseiter, wo ich mir diesen aufwendigen Stil angewöhnt habe, die jetzt in dem Heft hier sind, für U-Comics waren und U-Comics erscheint ja in A4-Größe. Mhm. Und ja, da bin ich dann halt bei geblieben, weil ja, wenn du erstmal so einen gewissen Standard hast, der dir gefällt, wo du meinst, das ist es, ja, dann gehst du da halt auch nicht wieder weg von. Ne? Ja. Also ich müsste eigentlich mal anfangen, auch so Krakel-Comics zu machen. Das ja, man ist eigentlich bescheuert, wenn man es so aufwendig macht, aber es ist, wie es ist. Man kann nicht aus seiner Haut raus. Und hat das einen Grund eigentlich, dass du erst, habe ich noch richtig verstanden, du machst erst komplett die Bleistiftzeichnungen und fängst danach erst irgendwann an, digital zu tuschen? Ja, das habe ich früher so gemacht. Tatsächlich ist es hier so, dass ich kapitelweise arbeite. Also ich mache, jedes Kapitel hat 8 Seiten und ich mache die 8 Seiten erst als Storyboard, dann mache ich die Bleistiftzeichnung, dann scanne ich es ein, dann mache ich die Tuschezeichnung und dann mache ich sogar auch Farbgebung, zwischendurch noch das Lettering. Mhm. Mittlerweile in InDesign, habe ich gehört. Ja, Lettering mache ich inzwischen, wobei ich es, das ist auch wieder aufwendiger, aber ich mache es erstmal auf die Bleistiftseite, also wenn ich die Bleistiftseite gescannt habe, mache ich das Lettering erstmal in Photoshop, damit ich beim digitalen Tuschen weiß, wie groß die Sprechblasen genau werden sollen. Also das überlasse ich auch nicht mehr dem Zufall. Früher habe ich das halt so per Hand geschrieben und dann stimmt es schon irgendwie. Jetzt ist es dann auch exakt darauf geeicht. Ja, aber dann nehme ich die wieder raus und mache dann das Lettering in InDesign, weil ich eben festgestellt habe, hier bei der Rocco-Fibel habe ich es auch so gemacht, dass es doch nochmal konturenschärfer bei der Schrift tatsächlich ist. Und es gibt doch auch in InDesign viel mehr so Typografie-Features und so. Ich verstehe mal gar nicht, warum man das überhaupt in Photoshop machen sollte. Also. Naja, in Photoshop, der Vorteil ist, dass du es halt direkter machen kannst. Ne? Du hast da deine Seite, du musst nicht die Programme wechseln. So. Ansonsten, klar, ist InDesign für Typografie-Sätzen viel besser, aber was brauchst du beim Lettering? Also du musst einen Zeilenabstand vielleicht mal bearbeiten und mittig setzen und vielleicht mal bei der Größe oder so. Das kriegst du schon in Photoshop auch hin. Photoshop ist ja ziemlich gut geworden. Ja, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich finde, Photoshop wird irgendwie viel zu viel so als Standardprogramm für alles benutzt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, also es haben zum Beispiel auch lange so Web- und UI-Designer mit Photoshop Screen-Layouts entworfen und ich habe das nie verstanden, warum sollte man das tun? Ja, es gibt einfach
mit Illustrator und mittlerweile gibt es halt auch noch viel, viel spezifischere Tools für diesen Zweck, also irgendwie so Sketch und ähnliche Geschichten und warum man da Photoshop irgendwie für jeden Kram irgendwie hernimmt, also das hat mich schon immer irgendwie so ein bisschen irritiert. Ja, es gibt ja tatsächlich gerade im Comic-Bereich viele, die das komplette Layout vom Comic in Photoshop machen, dafür ist es halt eigentlich gar nicht gedacht, ne? Aber das kommt immer darauf an, was die Leute können und so. Ich glaube, die haben irgendwann Photoshop gelernt und waren dann zu faul, einfach neue Programme zu lernen. So ist es, glaube ich, oft einfach. Ja, klar. Da haben wir natürlich auch leicht reden, weil wir halt beruflich gesehen mit den Designprogrammen arbeiten. Ne? Ja, und InDesign benutze ich halt für Anzeigen, für Visitenkarten, für Broschüren, den ganzen Kram. Deswegen gehört es zu meinen täglichen Werkzeugen und irgendwann bin ich dann halt dazu übergegangen, auch Lettering in InDesign zu machen. So wird es ja von den großen Verlagshäusern, von den Amis und so weiter auch gemacht. Und wenn du genau hinguckst, ist es halt konturenschärfer, es ist absolut scharf und gerade wenn du nicht ganz so viel Geld ausgibst für die Druckerzeugnisse, kann da dann auch mal bei der eigentlichen Zeichnung fällt es doch weniger auf, wenn da vielleicht mal eine kleine Druckungenauigkeit ist. Aber bei Schrift, finde ich, fällt es sofort auf, auch wenn die gerastert wird und so. Das merkst du sofort, aber wenn du es in InDesign setzt, ist Lettering eben nicht. Von daher ist eben das ganze Lettering bei mir in InDesign gesetzt, genau. Ja, aber die Überschriften zum Beispiel ja wiederum nicht, ne? Weil die habe ich mit der Hand gezeichnet. Und da wäre mir das, mache ich in Ausnahmefällen zwar auch, dass ich es in Fade umwandle, dann musst du aber nochmal nachbearbeiten, weil es alles nicht so aussieht. Meistens, vor allem wenn es so einzelne Seitenüberschriften sind, lasse ich das dann in Photoshop. Aber das haut dann auch hin, ist ja groß. Und was ich auch wichtig finde, die Sprechblasen sind auch nicht einfach Vektorformen, sondern die sind auch gezeichnet, ne? Ja, richtig. Das ist ja auch eigentlich der Standard mittlerweile, dass die auch in InDesign gesetzt werden. Finde ich ganz schlimm. Ja, bei den Ami-Comics ist es in, würde ich sagen, 95% der Fälle so. Und ich finde auch immer, das ist ein Fremdkörper. Mhm. Und deswegen bei mir der Umweg. Ich mache das Lettering erst in Photoshop, um zu wissen, wie viel Platz nimmt es ein, damit ich die Sprechblasen ganz normal digital inken kann, also mit zeichnen kann. Mhm. Und dann setze ich später in InDesign wiederum die Schrift in diese Sprechblasen, die dann eben, wo ich weiß, dass die von der Position und von der Größe her exakt passen. Mhm. Und dann ist eben auch das, finde ich, das Lettering mit einer vorhandenen Font kein Fremdkörper mehr, sondern so wie es bei meinen Seiten jetzt ist, passt es eben gut zueinander und du merkst es eigentlich kaum, wenn du nicht genau hinguckst, dass es jetzt nicht ein Handlettering ist. Mhm. Ja, und so gibt es halt Tricks und Kniffe und so. Ich zum Beispiel auch Soundwords werden ja mittlerweile auch viel gesetzt mit Hilfe von Fonts. Da gibt es ja auch tolle Schriften inzwischen auch von Comiccraft und so. Aber ich finde es schon auch da immer noch toller, wenn man es mit der Hand macht so und wirklich als Teil der Zeichnung sieht. Es muss halt sonst einfach sehr gut passen, ne? Also das ist halt schwierig, dann so wirklich immer so genau das Richtige zu finden, ne? Ja, absolut. Aber ich kenne dann halt auch Zeichner, bei denen die Soundwords grottig aussehen, weil sie eben nicht das typografische Gespür haben. Das muss ja auch nicht jeder haben, ne? So muss halt jeder Zeichner auch so ein bisschen das finden, was zu ihm passt. Ich werbe nur immer dafür, nicht irgendwie Standardlösungen zu nehmen, weil es jeder macht, sondern halt wirklich so ein bisschen zu probieren, was passt denn da, ja, genau. Wo wird ein Endergebnis erzielt, was wirklich stimmig und wie aus einem Guss aussieht. Ja. Genau, ja genau. Dann letterst du aber direkt in der Layout-Datei, die dann später auch die Druckdatei auswirft? Oder machst du das dann nochmal separat? Nee, ich habe eigentlich dann eine Datei, wo das ganze Lettering ist, aber aus der wird dann natürlich später auch die Druckdatei. Ja. Aber trotzdem habe ich nochmal eine Datei sozusagen, wo das Lettering ist und dann eine große Datei, wo das Lettering, die Lettering-Datei ein Teil von ist und die ganze Gestaltung noch drumherum kommt, Schmutztitel und so weiter. Und okay. Also schon getrennt dann tatsächlich. Also sind zwei verschiedene Dateien. Also. Erstmal ja, genau, weil ich das Lettering ja auch mache, wo ich noch gar nicht das restliche Buchdesign irgendwie erstellt habe. Okay. Ja, dann hast du schon eine Vorstellung, wann der neue Rocco fertig oder rauskommt? Ja, ich denke mal irgendwann im nächsten Jahr. Eigentlich würde ich gerne dieses Jahr mit dem Zeichnen fertig werden. Müsste auch schaffbar sein. Aber dann möchte ich halt auch dann nicht anfangen zu hetzen, weil ich noch einen schönen Anhang machen will und ein schönes Cover und ein schönes Backcover und die ganze Buchgestaltung wieder schön machen will. Da geht dann eben auch der Grafikdesigner mit mir durch. Und da will ich dann nicht am Ende plötzlich überstürzen, dass irgendwas mir nicht passt, sondern es soll schon eine rundum gelungene Veröffentlichung werden. Und ich habe auch festgestellt, so wenn du jetzt
super schnell die Sachen raushaust, das dankt dir ja auch im Endeffekt keiner. Also ich glaube, die Leute wissen die Sorgfalt mehr zu schätzen, als dass alles so super schnell und zügig immer rauskommt. Und wenn ich so mitkriege, was manche Zeichnerkollegen sich auch für Stress machen und kurz vorm Burnout stehen und so, dann frage ich mich immer, warum? Also das steht eigentlich nichts dafür. Ne? Wir verdienen alle nicht besonders viel damit und selbst wenn man ein bisschen mehr damit verdient, sollte man doch einen Gang runterschalten und sich nicht so stressen lassen, wo es nicht nötig ist. Ne? Finde ich auch, ja. Also ich finde auch gerade bei kommerziellen Produktionen ist halt auch mein Hauptproblem meistens oder oft, dass, finde ich, dann die Zeichnungen oft einfach schnell runtergerockt aussehen oder zumindest sehr, naja, professionell runtergearbeitet, auch wenn es dann natürlich irgendwie tolle Zeichner sind, die ihr Handwerk beherrschen und so weiter. Aber und es ist natürlich auch völlig verständlich, dass man bei einer kommerziellen Produktion einen Zeitplan einhalten muss und so weiter und so fort. Aber ich finde, da leidet einfach viel drunter. Es gibt auch dann einfach oft so eine sehr große Diskrepanz bei US-Heften zum Beispiel. Da hast du dann ein mega geiles Cover, ja, was irgendwie total aufwendig gemalt ist irgendwie. Und dann guckst du rein und dann sind es so professionell runtergearbeitete Zeichnungen. Und das, da denke ich mir auch immer so, dann kann man es doch auch einfach aufschreiben, die Story. Oder irgendwie, keine Ahnung, da muss man sich doch nicht diese Mühe für machen dann. Ja, es ist ja auch oft so, dass, also was ich oft bemerke bei so kommerziellen Produkten, die eben auch unter einem gewissen Zeitdruck entstehen, selbst wenn sie gut gezeichnet sind, entdeckst du oft so Automatismen, auf die halt ein Zeichner zurückgreift, weil er es eben kann und weil eben die Zeit knapp ist. Genau. Und da werden dann so fertige Sachen abgerufen die ganze Zeit, so die Posen oder wie Sachen aussehen oder so. Genau, genau, das meine ich. Und das ist natürlich schade. Ich meine, sowas gibt's auch und auch da kommen tolle Sachen bei rum. Mhm. Und wenn du eben wirklich den Hauptteil deiner Kohle damit verdienst, dann musst du es ja auch irgendwie dafür sorgen, dass du ökonomisch arbeitest. Wenn du aber eben so ein vielfältige Arbeitsbereiche hast, so wie ich, wo eben diese Comics, jedenfalls diese Rocco-Geschichte, an der ich jetzt arbeite, einen kleinen Teil deines Einkommens ausmacht, ja, warum sollst du dich dann stressen? Dann lasse ich mir damit Zeit und dann wird es halt auch ein richtig cooles Ding so. Und ja, so sehe ich das. Also stresst euch nicht so echt. wenn ich wirklich lese teilweise auf Twitter und so, wie die Leute klagen, dass sie die Wochenenden durcharbeiten und keine Ferien machen, nie frei machen. Und also ich finde nicht, dass man jetzt den Burnout riskieren muss irgendwie, wenn man so einen Job macht. Ne? Ja, und sag mal, du warst ja auch in Erlangen. Jetzt wurde schon viel über Erlangen geredet, aber ich möchte es auch nochmal aus deinem Munde hier in dieser Sendung hören. Wie fandst du es denn da? Ja, war super. Also es war ein extrem gelungener Jahrgang. Ich habe mit Veränderungen auch immer so meine Probleme und ich habe die Heinrich-Lades-Halle lieb gewonnen und so und würde mich auch freuen, wenn wir wieder da sitzen. Aber diese Zeltgeschichte war natürlich viel, viel besser, als alle befürchtet haben. Also das sind ja wirklich mobile Hallen gewesen. Zelt ist eigentlich das falsche Wort dafür und das war toll gemacht. Wir hatten auch da einen super Stand mit viel Platz und so. Für mein Empfinden war es innen, jedenfalls in Halle A, wo die größeren Verlage saßen und eben auch die alteingesessenen Independent-Verlage, also auch Gringo Comics, war es für mein Empfinden ein bisschen enger. Also es war schon ein ziemliches Geschiebe manchmal in den Gängen. Trotzdem super gelöst und eben, ich weiß, dass auch so die Selbstverleger und Comic Solidarity und so in deren Zelt, das war glaube ich Halle C, super glücklich waren, weil natürlich, ja, es gibt schon in der Ladeshalle und den angrenzenden Gebäuden so verwinkelte Ecken, wo dann nicht mehr jeder hinkommt, wo so eine Leute dann halt manchmal sitzen. Und die waren super glücklich. Wer weiß, vielleicht gibt es in der Zukunft irgendwie eine Mischlösung oder so. Aber es war jedenfalls viel besser als gedacht und es war ein Riesenspaß. Und ich glaube, wir haben auch gute Verkaufszahlen gehabt. Das weiß ich natürlich nicht. Da müsste man mal den Verleger fragen. Was die Rocco-Fibel angeht, habe ich, würde ich sagen, rekordmäßig zu tun gehabt, was es an den Signierstunden und so. Ob das jetzt an den Zelten lag oder daran, dass eben dieses Heft irgendwie gut ankommt, kann ich nicht sagen. Es zeigt sich schon, aber dass, ja, so ein 4,95-Heft nimmt halt einer einfach nochmal ein bisschen leichter mit, der schon viel ausgegeben hat, als jetzt ein 30-Euro-Hardcover oder so.
Und das ging halt wirklich gut. Die Leute gucken sich das an, ah ja, komm, nehme ich noch mit. Und dann noch eine kleine Zeichnung. Ich habe vorne drin so einen kleinen Platz gelassen, wo genau ein Kopf reinpasst. Okay. Weil ich mir auch gedacht habe, okay, wenn einer was für 4,95 mitnimmt, muss ich nicht eine super ausgefeilte Signatur da reinzeichnen, sondern da reicht ein Rokokopf für ihmchen und meine Unterschrift. Und das ging dann auch einigermaßen zügig, was gut war, weil echt eine Menge Leute das Ding haben wollten. Ja, und so war Erlangen also super gelungen. Ansonsten natürlich so wie immer, ne? Du triffst Kollegen, gerade meine Gringo-Kollegen, die sehe ich halt nur eigentlich alle 2 Jahre dort und das ist immer ein Riesenspaß. Ja, und dann warst du auch noch kurz auf der Comic Invasion. Da hast du uns ja auch beim Comic Invasion Podcast schon ein paar Wörtchen zugesagt. Ja, es war irgendwie so ein bisschen jetzt Jahr der Veränderungen bei Comic-Festivals, hast du auch schon gesagt. Erlangen in Zelten. Und die Comic Invasion im Museum. Achso, hast du diesen Artikel gelesen? Es gab zu Erlangen noch so einen Artikel aus irgendeiner Lokalzeitung, glaube ich, wo sie auch mal so ein bisschen Zahlen rausgelassen haben. Und das klang jetzt tatsächlich nicht so, als ob das nochmal wiederholt werden könnte in Zelten. Aber vielleicht wird es ja wirklich eine Mischform. Also ich versuche ja auch in zwei Jahren mal meinen Arsch dahin zu packen. Und ich habe es dieses Jahr sehr aufmerksam aus der Ferne beobachtet und fand es schon sehr charmant mit den Zelten. Ja. Ja, das war super. Natürlich muss man sagen, dass das Wetter mitgespielt hat. Ne? Ja, wenn es jetzt durchgeregnet hätte und der Schlossgarten total schlammig und feucht gewesen wäre, wer weiß, ob es dann so gut gelaufen wäre, gerade für die Leute in Halle C, die, glaube ich, am meisten dafür agitieren, dass es weiter so stattfinden soll. Aber das Wetter war halt auch super und ja, ich habe den Artikel auch gelesen mit den Zahlen, ich kriege es jetzt gerade gar nicht mehr hin, aber irgendwie 250.000 Euro mehr so hat das Bereich gekostet, ne, als ein normaler Salon, und das kann man natürlich dann auch verstehen, wenn das Kulturamt sagt, wo sollen wir denn das Geld hernehmen, ne, wenn die Ladeshalle renoviert ist und halt da sowieso steht. Aber natürlich, es gibt halt wirklich Selbstverleger und Kleinstaktionen und so, die, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, dass man die nicht an Ecken schiebt, wo eben wenig Publikumsverkehr ist, und dass die sich dann freuen, kann ich absolut nachvollziehen. Es gab aber zum Beispiel auch in Halle B einige Kleinverlage, die irgendwie in die anderen aus irgendwelchen Gründen nicht so reingepasst haben, die da mit so Merchandising-Händlern und Schraddelständen zusammen hingepackt wurden, die unglücklich waren. Ne? Also es gab auch bei der Zeltlösung den ein oder anderen Kleinverlag oder das ein oder andere Zeichnerkollektiv, was nicht total zufrieden war. Also es gibt immer so eine und solche. Mhm. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was mir besser gefallen hat. Ich kann nur sagen, dass mir dieser Jahrgang super gut gefallen hat und dass es halt auch natürlich eine außergewöhnliche Stimmung war und so und eben was Neues und so weiter. Und wir waren mit unserem Standort total zufrieden. Ob wir jetzt einen höheren oder einen niedrigeren oder einen gleichen Umsatz gemacht haben, kann ich nicht sagen. Aber ich würde sagen, gleich war er mindestens. Mhm. Und wie gesagt, die Rokko-Fibel ist super gut gelaufen. Also ja, das waren so meine Erfahrungen. Und die Comic Invasion war auch super schön im Museum. Da war ich ja skeptisch, weil ich dieses RAW-Gelände und den schraddeligen, punkigen Charme da sehr mochte. Und ja, wie das dann auch gleich in Umtrunk immer übergegangen ist da, weil dann Biergarten angegliedert war und so. Aber ey, das Museum war auch viel lockerer, als ich es gedacht hätte. Und war natürlich auch ein ganz besonderer Anblick, so, ne? Wenn du in diese altehrwürdigen Hallen kommst und da eben ja inhaltlich ja das Gleiche geboten wird wie in dem vorherigen schraddeligen RAW-Gelände, dann hat es auch absolut was. Ne? Ja. Und ich war auch da wirklich sehr positiv überrascht und sehr angetan, hat mir großen Spaß gemacht. Jetzt kommen wir mal langsam zum Ende, aber ich wollte nochmal zurückkommen auf den guten Rokko. Es gibt ja in der kleinen grünen Rokko-Fibel auch einen Gastauftritt von einem ganz bekannten Cowboy. Und du hast ja auch kürzlich mal hier für den Berliner Tagesspiegel auch einen Artikel über eben diesen geschrieben. Und es geht natürlich um Lucky Luke, und Bela kämpft gerade mit Insekten. Die Insekten kämpfen mit mir. Und du hast ja ein relativ enges Verhältnis zu diesem franco-belgischen Cowboy. Erzähl doch mal kurz, fass doch mal kurz dein Verhältnis zu Lucky Luke zusammen, weil dann habe ich noch eine Anschlussfrage. Ja, Lucky Luke, es hat mich im Prinzip zum Comic gebracht. Als ich ein ganz kleiner Knopf war, waren die ersten Comics, die ich wirklich total cool fand und die ich mir auch am Kiosk dann mit meinem hart zusammengesparten Taschengeld gekauft habe, waren Lucky Luke-Alben. Von daher begleitet er mich im Prinzip schon mein ganzes Leben lang, und
Der Lars von Törne vom Tagesspiegel hatte mich gefragt vor 2 Jahren, ob ich einen Artikel schreiben würde zur Lucky Luke 70. Denn der ist ja jetzt auch schon 70 Jahre alt, beziehungsweise heute schon 72. Mhm. Und alle haben halt so Jubiläumsartikel gemacht und er hat überlegt, wie könnte man sich jetzt ein bisschen abheben und ist auf die Idee gekommen, weil er weiß, dass ich so ein Fan der ersten Stunde sozusagen bin, lebenslanger Fan, ob ich so aus Fansicht und auch aus Sicht des Zeichners, der eben jetzt auch selber Western-Comics zeichnet, was dazu schreiben könnte, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und hatte dann aber auch die Idee, dass ich auch eine Zeichnung dazu mache. Und habe eben Lucky Luke gezeichnet, so wie er aussehen müsste, wenn er denn 70 wäre. Er ist ja natürlich alterslos in den Comics und sieht immer eigentlich gleich alt aus. Aber dann habe ich halt so einen Lucky Luke gezeichnet mit Bart und mit Falten und mit kleinem Bauchansatz und so. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, diese Schreiberei für den Tagesspiegel übrigens, das hat sich dann auch ausgeweitet. Also ich mache so, weiß nicht, 2-mal im Jahr mal einen Artikel für die und mache auch jedes Mal eine Zeichnung. Das war so der Startschuss für so eine kleine Serie. Ja. Das ist eine ganz coole Aufgabe so. Genau. Und jetzt gibt's ja zuletzt öfter mal, bilde ich mir ein, so einen Trend bei franco-belgischen Sachen, dass dort durchaus auch mal Autoren und Zeichner ein bisschen freier mit den Figuren umgehen dürfen. Also es gab jetzt bei Spirou die ein oder andere Sache, die da so aus dem Standard-Kanon so ein bisschen ausgebrochen ist oder zumindest so ein bisschen neue Sachen versucht haben. Jetzt der Spirou in Berlin von Flix weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht gelesen, aber sieht zumindest auch erstmal anders aus natürlich. Und bei Lucky Luke gab es ja auch so 2 Bände, glaube ich, die auch so ein bisschen freier mit dem, mit der Geschichte umgehen. Also ich habe gelesen, der Mann, der Lucky Luke erschoss, den fand ich auch sehr schön. So hieß der, ne? Das war der doch. Genau, das war der von Mathieu Bonhomme. Genau. Toll gezeichnet, auch eben eine ganz eigene Interpretation nochmal und so ein bisschen, ja, für mein Empfinden auch so ein bisschen Italo-Western-Anklänge und ein bisschen ernsthafter, aber gleichzeitig auch eben mit ganz großem Respekt für die Vorlage. Soweit ich weiß, hat Bonhomme das auch ins Rollen gebracht, der also das gerne machen wollte und so hartnäckig dran blieb, bis die Verantwortlichen sich dann gedacht haben, okay, wir machen so Lucky Luke Spezialbände nach dem Vorbild der Spirou Spezialbände, die es ja jetzt schon bestimmt schon 10 Jahre gibt oder so, wo immer Zeichner eben die Figur freier interpretieren. Ja, und dann gab es noch einen zweiten Lucky Luke Spezial von, wie hieß denn der Zeichner nochmal? Buzar, glaube ich. Der so total klamaukig war. Auch ein super Ding. Also für mein Empfinden wirklich so witzig. Der auch deutlich, also nochmal cartooniger ist, als cartooniger gezeichnet ist, als Lucky Luke eigentlich schon ist, ne? Ja, cartooniger und bis hin zu krakeliger. Aber halt auch mal so ein Beispiel, wie man krakelig zeichnet und das sieht einfach trotzdem total cool und passend und charmant aus und so. Da habe ich Tränen gelacht. Also die beiden Lucky Luke Spezialbände waren für mein Empfinden absolute Volltreffer. Ich würde mir wünschen, dass sie es fortsetzen, aber die sind halt beide in dem Jubiläumsjahr erschienen, wo ich auch den Artikel geschrieben habe. Und seitdem ist nichts mehr erschienen, aber man weiß nicht, vielleicht machen die ja auch weiter. Ja, ich stehe total auf, habe ich glaube ich auch schon öfter mal gesagt, dass ich halt so freiere Interpretationen und Adaptionen total mag und da hätte ich auch gerne mehr von. Und deswegen stelle ich dir jetzt die Frage, was für eine Lucky Luke Geschichte würdest du denn zeichnen, wenn du machen dürftest, was du wolltest? Wenn es morgen bei mir klingelt und die sagen, ey, Sobotke, wir haben deine Lucky Luke Zeichnung gesehen. Ja. Was hättest du denn vor? Ja, das habe ich natürlich im Kopf. Also hast du schon geschrieben wahrscheinlich? Nee, nicht wirklich. Ich habe ja auch nicht Zeit wie Heu. Aber mir hat es so einen Spaß gemacht, diesen 70-jährigen Lucky Luke zu zeichnen, dass ich eine Geschichte von einem alten Lucky Luke machen würde, also einem 70-jährigen Lucky Luke, der so seinen alten Dasein in so einem umherfahrenden Zirkus fristet, die so alle möglichen Attraktionen haben, so eine Bearded Lady und den Wolfsjungen oder sowas. Und so eine Freakshow, wie man es früher nannte. Genau, so eine Art Freakshow und die halt auch eine Wild-West-Show hat mit dem alten Revolverhelden Lucky Luke, der dann eben irgendwelche Kunststücke mit dem Revolver vorführt, eben was er früher mit links gemacht hat, ein Loch in eine Münze schießen oder so, ne, für zahlende Kundschaft. Und er ist halt 70 und eben ein bisschen runtergekommen und ist eigentlich total frustriert so. Klingt jetzt so erstmal so ein bisschen wie Unforgiven, dieser Clint Eastwood-Film mit dem alten Westernhelden, der nochmal ran muss oder darf. Genau, ich krieg's gerade nicht hin, welcher von diesen alten, ich glaube Buffalo Bill war es, bin mir aber nicht ganz sicher, der tatsächlich in so eine Western-Show dann später gemacht hat. Und auch mit dieser Show eigentlich für viele von den Western-Klischees, die sich in den USA dann festgesetzt haben, auch eigentlich
sich erst so etabliert hat. So. Ja. Genau, und ich dachte mir dann so, das spielt so in späten 20er Jahren oder so, also 1920er Jahren. Und er ist dann so frustriert und verdient da auch nur ein Appel und ein Ei, dass er nebenbei anfängt, getarnt durch diesen umherfahrenden Zirkus, Alkohol zu schmuggeln, weil es halt gleichzeitig die Zeit der Prohibition ist. Und dann kommt halt so ein Gegenspieler, dachte ich mir, so ein Sheriff oder so, der so ein hyperreligiöser Fanatiker ist, der eben so ein dieser Enthaltsamkeit predigt und so, und der sich nur in den Kopf gesetzt hat, den Alkoholschmuggel zu unterbinden, und der dann eben irgendwie so Lucky Lukes Feind wird, und wie das Ganze dann ausgeht, weiß ich nicht. Das dürfen wir noch nicht verraten, natürlich, weil das wird ja dann irgendwann passieren, hoffentlich. Ja, also wenn das die Verantwortlichen bei den großen Verlagshäusern hören, meldet euch bei mir. Genau. Ja, sehr schön. Dann, ich würde sagen, wir haben noch hier ein paar Getränke zu trinken und müssen uns auch da ein bisschen hier um das gute Wetter kümmern und so. Deswegen machen wir mal Schluss. Hast du gerade noch vielleicht auch irgendwelche Sachen anzukündigen oder noch irgendwas so für den Ausklang zu erzählen? Steht demnächst vielleicht irgendwas an, irgendwelche Festivals noch oder irgendwas? Ach, wir haben ja die Festivalsaison jetzt eigentlich gerade hinter uns. War sehr ereignisreich, was das angeht. Und ansonsten muss ich halt an dem Kronos Rocco weiterarbeiten, da mal zu Potte kommen. Aber ey, wenn es so heiß ist, dann muss man sich auch einfach mal auf die Parkbank setzen und ein Bierchen zischen. Und das machen wir jetzt. Bis dann, macht's gut. Tschüssikowski. Ganz kurz in meine Notizen schauen vielleicht. Ich dachte jetzt, du kommst mit einem schönen, verwarzten, schraddeligen Notizbuch und guckst rein. Nein, der Mann guckt natürlich nur in sein Smartphone. Ja, ich bin so digital. Ich habe neulich nochmal meine ganzen Stifte rausgekramt, die ich wirklich selten benutze. Ich habe so einen relativ ausgeprägten Stift-Fetisch. Ich muss immer, wenn ich irgendwo in einem Laden bin, muss ich mir Stifte kaufen, wenn es da welche gibt. Aber ich benutze sie so selten. Und deswegen, ich habe so viele Stifte und alle kaum benutzt und so. Es ist eigentlich ein bisschen tragisch. Aber dann habe ich auch mal wieder das Papier gezückt und ein bisschen gescribbelt, und es ist doch schön. Also so dieses echte Zeichnen, es hat schon irgendwie eine ganz andere... Es hat sozusagen eine ganz andere Erotik, ne? Ja. Vor allem finde ich, man muss das immer mal wieder üben, damit, wenn die Apokalypse kommt und wir alle keinen Strom mehr haben und so und wieder ohne Grafiktablets arbeiten müssen, wir trotzdem noch in der Lage sind, unserem Zeichentrieb zu frönen.